Also zumal ein Camp raus. Aber zwei Camps können wir halt nicht spielen. Ja. Full in 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Down dann einfach den dritten und den vierten. Okay, nach diesem Knockback kann man im Prinzip direkt stehen bleiben, einfach. Also weiter weg. Also, das war jetzt gerade mit allen CDs mal. Da passiert selbst bei den zweiten absolut nichts. Im zweiten können wir dann Personals ziehen. 30 Sekunden läuft hier auch schon. Okay, es kommt gar keiner mehr. Ich bin so kacke. Mann, da kann man echt nicht move, wenn man drin steht. Das ist so einfach. Die ganze Zeit trotzdem hard damage, warum? Deine vom Himmel. Noch zusätzlich, oder? Ja. Ich sehe noch nichts. Das ist der ganze Schutt, der hier runterkommt. Ich glaube, der kommt dauerhaft durch. Kommt permanent, falsch, ja, kommt permanent Naturschaden in der Phase auch. Ja, doch, echt oben, ist, keine Ahnung, oder? Ich sollte jetzt den Boss nehmen, ne? Ich glaube, du solltest weg. Ja. Versuchen wir weiter zu spielen. Nimmst du jetzt den ersten mal komplett? Ja. Oder auch nicht. Ich hatte CDs an sogar für den K. Okay. Zu wenig live. Falls du mal kriegst halt auch nicht hoch, ne? Kriegst die Leute nicht hoch. Fang mal mit hoch. Hast du gerade was an? Etwas an? Wie was an? Irgendwas, was dein HP hat erhöht? Ich hab halt die HP-Flask drin. Die hab ich auch mit drin. Und das HP-Food. Das hab ich auch. Ich hab trotzdem nur 380k. Das ist ja richtig. Du hast jetzt fast doppelt so viel. Hier gibt's Domination hier. Ach, am besten, ne? Moment hier. Für andere Delays, dein Blutschild absorbiert nochmal genau deine HP irgendwie, klar. What the fuck? Ein bisschen krass, wie viel ein Dicker aushält. Ja, die Runenwandlung ist ein geiler CD, also hast, so. Halt, hast halt immer 50% für 3 Sekunden, die reinballerst. Du heißt doch ziemlich krass. Du heißt 23k HPS. Ja, hast du von uns bei dem anderen Tank auch gesehen, bei Midwinter. Den Druid? Ja, nee, aber bei Dings was meine ich, bei Stukeback, ja, den sie hatten. Die hatten einen Decayer Second Tank dabei, also, der hat halt fast so viel geballert wie die Heiler. Wow. Aber ich denke, das wird darauf hinauslaufen beim DK Versatility stacken, weil du einfach wahnsinnig viel mitigierst und wahnsinnig viel Heilung drückst. Also ich finde, ich raff diese roten Flächen, ne, die er dann macht, wo er